Wie nachhaltig sind eigentlich meine Selbstexperimente? Und welche davon habe ich in meinen Alltag integriert? Davon erzähle ich euch heute. Eine Woche lang alles nur zu Fuß. Letztes Jahr habe ich eine Woche lang auf Bus, Bahn und Rad verzichtet und bin überall hin zu Fuß gegangen. Ein Auto habe ich nicht. Ich bin in dieser Woche sehr viel mehr gelaufen und habe regelmäßig meine eigenen Schrittrekorde gebrochen. Auch wenn ich definitiv eine andere App brauche. Die Kilometer stimmten zwar, aber die Schrittanzahl war irgendwie seltsam. Und heute? Wie sieht es aus mit meiner Schrittzahl? Dieses Experiment ziehe ich tatsächlich bis heute mit wenigen Ausnahmen durch. Ich habe mir folgende Regeln erstellt. Alle Strecken bis 4 Kilometern gehe ich zu Fuß, außer es regnet oder ich bin viel zu spät. Mein Monatsticket bei der KVB habe ich schon längst gekündigt und ich gehe fast nur noch zu Fuß. Es tut mir immer noch sehr gut und inzwischen kenne ich die meisten Strecken in dieser Stadt. Das heißt, ich habe keine Probleme mehr mit Unpünktlichkeit oder zu früh ankommen. Apropos Unpünktlichkeit, wie viel Uhr haben wir? Eine Woche ohne Uhr war ein extremes Experiment und ihr seht, ich trage schon lange wieder eine Uhr und auch mein Smartphone ist nicht mehr abgeklebt. Dennoch hatte das Experiment einen nachhaltigen Effekt auf mein Leben. Und zwar wegen meines Kalenders. So sah mein Kalender zum Zeitpunkt des Videos aus. Vollgepackt bis oben hin, sodass gar keine Zeit mehr für Pausen war. Und so sieht mein Kalender heute aus. Weil ich ihn nicht mehr nutze. Ich mache inzwischen all meine Termine analog. Das hat den Vorteil, dass ich nur eine bestimmte Anzahl an Terminen eintragen kann und somit automatisch Platz für Pausen bleibt. Ich habe seitdem sehr viel weniger Termine am Tag und dadurch mehr Pausen. Ich schaffe aber genauso viel wie vorher, nur mit dem Vorteil, dass es entspannter ist und ich ein wesentlich besseres Zeitmanagement habe. Viele von euch lieben bestimmt den digitalen Kalender, aber für mich ist das der bessere Weg. Und das habe ich in meiner uhrlosen Woche gelernt. Alexa, Musik aus. Wieso Musik aus? Ah, ich mache es kurz. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum die Videos in letzter Zeit ein bisschen kürzer sind und dieses hier ziemlich kurz aussieht. Das liegt daran, dass ich an zwei sehr langen Videos arbeite, die das Vierfache an Zeit brauchen. Deshalb sind die aktuellen ein bisschen verkürzt, aber bald geht es in ausführlicher Länge weiter. Weiter! Alexa spielt Musik von Mark Kozlek. 3 Monate ohne Spotify. Das war mein allererstes Selbstexperiment. In diesem Experiment habe ich jeden Monat nur ein einziges Album gehört. Das war krass, aber bis heute eine wirklich nachhaltige Erfahrung. Ich bin vom Song-Skipper zum Song-Genießer geworden. Wenn ich jetzt neue Musiker entdecke, gebe ich mir erstmal ihre Diskografie. Ich liebe es, ein ganzes Album mehrfach durchzuhören und bei den Wiederholungen die verschiedenen Ebenen wahrzunehmen. Ich kaufe mir seitdem auch immer wieder mal digitale Alben, um Künstler und ihre Kunst zu unterstützen. An dieser Stelle vielen Dank an meine Patreons, dass sie mich hier so zahlreich unterstützen. Das Einzige, was das noch toppen konnte, war eine Woche ohne Musik. Habt ihr das eigentlich schon gesehen? Aber darum geht's jetzt gar nicht. Ich lese jetzt erstmal ein Buch. 3 Bücher in einer Woche war ein wirklich stressiges Experiment, aber auch ein sehr nachhaltiges. Zum Zeitpunkt des Videos habe ich quasi gar nicht mehr gelesen und nach dem Video mehrere Bücher pro Woche für über ein Jahr. Dann wurde es wieder etwas weniger, was aber auch daran lag, dass ich so quasi alles ausgelesen hatte, was mich interessierte, bis ich die Stadtbibliothek entdeckt habe. Inzwischen habe ich eine gute Mitte für mich gefunden und lese ungefähr 3 bis 4 Bücher im Monat. Manche kaufe ich, andere leihe ich. Übrigens, kauft euch dieses wahnsinnig tolle Buch von Linus Giese. Ein Buch, in dem er darüber spricht, wie er wurde, wer er schon immer war und wie er das rausgefunden hat und seinen Weg dorthin. Das ist wirklich sehr augenöffnend und sehr bereichernd. Und macht euch einen Bibliotheksausweis. Die haben auch Filme, wenn ihr einen Starter braucht, aber ist schon sehr toll. Das waren 4 Selbstexperimente und ihre Nachhaltigkeit für mein Leben. War euer Lieblingsvideo nicht dabei? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich bei Zeiten einen zweiten Teil. Bis bald. Been the right thing, or should I be more focused on where feet wanted to go? If I died right now, no lie, I'd have a few regrets. I just spent more time on biking instead of smoking cigarettes.